Der 477.043 hat man eine neue Nummer verpasst. Wirklich eine Dreizylinder-Lok, Patrick. Feldmann, dann Rückwärtsliebe, der Baureihe 18, gleich 109. Also, die Maschine ist, dann müssen wir jetzt ja auch. Bauen Sie mal eine ganz andere Maschine. Das ist 51 Meter Spiel gedauert. Bei der Lokparade wurden die Maschinen hinten aufgefädelt. Papa? Ja? Naja, das macht nichts, da können wir einen Bord schaffen. Am Rechteck-Lokschuppen bei der Schiebebühne fand wie schon 2003 keine große Ausstellung mehr statt, denn das Hochwasser von 2002 hatte in diesem Bereich nicht. Dort hatte man immer einen Themenschwerpunkt ausgestellt, zum Beispiel Altbau-E-Loks, Großdiesel-Loks, Neubau-E-Loks oder Bahndienstfahrzeuge. Ich bin sicher, dass ich
so schön und mit so vielen Lokomotiven, so vielfältig und mit so vielen Gästen, sollten wir das Dresdner Dampflokfest in Erinnerung behalten. Denn es kann in dieser Form nie wieder stattfinden, weil die DB AG das gesamte Areal platt gemacht hat, auch die Gleisanlagen. Stehen geblieben sind nur die zwei Rundhäuser mit den Drehscheiben und der Rechteckschuppen mit der Schiebebühne, aber eine Gleisverbindung zwischen ihnen fehlt. In diesem Jahr gibt es wieder Pendelzüge zum und vom Hauptbahnhof, dieses Mal mit alten Schnellzugwagen, der 50-37-08 und V240-008. Die Gastvereine fahren nach Hause.